Kein Internet zu haben, ist für die meisten heutzutage undenkbar. Es ist unser Tor zur Welt. Nachrichten, Information, Unterhaltung, Einkaufen, alles läuft über das Netz. Aber wie kommt das Netz eigentlich zu uns nach Hause ins Wohnzimmer? Ich habe es mir für euch angeschaut. Hier bin ich richtig. In Matze hat gerade ein Lastwagen der Salzburger AG seine Stützen ausgefahren und lädt ab. Hier sind die Glasfaserspezialisten im Einsatz. Graben müssen sie nicht, um die Leitungen zu verlegen. Also die Baufirma, die verfolgt für uns einen Auftrag, damit die LWA 50, also die schwarzen Schleich, verlegen für uns. Und sobald die Baufirma den Auftrag abgeschlossen hat, dann kommen wir mit unseren Einblas-LKW, also unsere Gerätschaften, und schießen das dann, wie gesagt, mit Luft ein. Einschießen? Ja, richtig gehört. Eigentlich aber einblasen. Wir haben da ein großes Einblasgerät, wo erst die Minirohre eingeschossen werden in das Rohr. Das ist ein pneumatischer Antrieb. Und das Rohr wird auch geflutet und der pneumatische Antrieb schiebt es dann rein, die Röhrchen. Da können wir bis zu 2 Kilometer im Stück einschießen, wenn alles passt. Wie bei einem Blasrohr werden die kleinen Röhrchen durch große Rohre durchgeblasen. Dafür braucht es viel Luft und Kraft, vor allem bei so langen Strecken. Also wir haben da, wie man sieht, auf dem LKW einen riesigen Baukompressor, einen Schraubenkompressor, einen riesigen, der was bis zu 16 Bar Druck und eine riesige Luftmenge schafft. Das ist eigentlich eher unikat, das ist sehr selten. Sind die Röhrchen einmal im Rohr, dann kommt der eigentliche Star der Baustelle, das Glasfaserkabel. Und auch das wird eingeblasen. Es wird abgerollt und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 Metern pro Sekunde bis zum nächsten Knotenpunkt geblasen. Wenn vom Hersteller alles passt, dann haben wir da überhaupt keine Probleme nicht. Die Kabeln halten normalerweise sehr viel aus, solange man es nicht knickt und liebevoll behandelt und die Biegeradien einhält und nicht irgendein Bagger beleidigt, dann haben wir eigentlich keine Probleme nicht bei uns. Weil bei uns, wir haben ja Rohr im Rohr und dann kommt erst das Kabel. Also wir sind da relativ safe. Ein Glasfaserkabel lässt sich nicht einfach so alles gefallen. Innen drin ist es sogar äußerst sensibel. In diesem Kabel hier sind 144 einzelne Glasfasern gebündelt. Eine einzelne Faser ist so dünn wie ein Haar und kann schnell zerbrechen, ist ja schließlich auch Glas. Und Glas ist top, wenn es um die Informationsübertragung geht. Das passiert mit kleinen Lichtimpulsen. Und wir wissen, nichts ist schneller als das Licht. In Glas kann sich Licht mit 200.000 Kilometern pro Sekunde ausbreiten. Das heißt, die Information saust in einer Sekunde 5-mal um die Erde. Damit das Licht auch seinen Weg findet und im Kabel bleibt, wird es durch einen Mantel immer wieder zurückreflektiert, bis es beim Ziel ankommt. In diesem Fall ein Knotenpunkt. Dort muss deutlich behutsamer mit dem Kabel umgegangen werden. Die einzelnen Fasern werden miteinander verschweißt. Da braucht es Fingerspitzengefühl. Von den Fiber-to-the-Home-Stationen führen dann je 2 Glasfasern zu jeweils einem Anschluss. Dieses Glasfasernetz wird laufend erweitert, denn die Internetkundinnen und Kunden werden mehr, sagt mir der Vertriebsleiter der Salzburger AG, Markus Wiethölzl. Wie ich damals vor über 25 Jahren bei der damaligen SAFE begonnen habe, da haben wir 2500 Kundinnen und Kunden gehabt, also da haben wir fast an jeden einzeln gekannt. Jetzt haben wir doch deutlich mehr und wir haben einen jährlichen Zuwachs von netto ca. 4000 Kunden, also ganz eine andere Dimension mittlerweile. Und die Kundinnen und Kunden wollen immer schnelleres Internet. Die letzten Jahre oder Jahrzehnte haben gezeigt, dass immer sprunghaft die Bandbreite ansteigt. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel da, um hineinzuschauen, was die Zukunft bringen wird. Aber wenn man jetzt allein die Technologie, die KI heranzieht, wird da wahrscheinlich schon einiges an Datenraten noch benötigt werden. Aber da sind wir gut gerüstet und die Netze sind entsprechend bei der Salzburger AG ausgebaut, um die Kundinnen und Kunden auch in Zukunft gut versorgen zu können. Und die Entwicklung der Internetgeschwindigkeit ist wirklich erstaunlich. Anfang der 1990er Jahre waren Bandbreiten von 56 Kilobit noch Standard. Heute surfen wir 1000-mal schneller durch das Netz. Und der Datenraten-Weltrekord, der ist nochmal 900-mal höher.